Jo meine Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen XXXL Pack Opening Video. Freunde, aber heute mal auf eine andere Art. Heute ein Pack Opening für den Low Budget Geldbeutel. Für die ganzenjenigen, die immer sagen, ja Jan, du holst dir immer teure Klamotten, die sich sowieso kein Schwein leisten kann. Für all diejenigen, die wirklich auf Schnäppchen außen sind, heute mal bei einem Jan Zinnett Pack Opening. Richtig, heute ohne Gucci, ohne Louis, ohne Fear of God, ohne Produkte über 1000 Euro Grenzen. Freunde, heute wirklich, wie gesagt, für den Low Budget Geldbeutel. Ja, und wie ich dazu kam, ist ganz einfach, Freunde. Ihr wisst, ich bin ein übertriebener Fear of God Fan. Und letztens war ja der Fear of God Drop. Und ich dachte, okay, hey, Jan, schlag doch mal zu. Bin raufgegangen und hab die Preise und dachte mir, boah, Dicker, 1000 Euro für eine Jogger, 3000 Euro dafür, 1000 Euro für eine Jeans. Es ist nicht so, dass ich jetzt sage, ich bin geizig geworden. Oder es ist auch nicht so, dass ich sage, die Preise sind wirklich teurer geworden und ich habe kein Geld mehr. Sondern ich sage einfach, man lernt aus gewissen Sachen, die man in der Vergangenheit getan hat. Und ich sage jetzt nicht, ich werde das nie wieder machen. Ich sage auch nicht, ich würde auch nie wieder für eine 1000 Euro Jogginghose einkaufen. Und ich sage auch nicht, ich würde das nie wieder machen. Aber in diesem Moment dachte ich mir, okay, Jan, guck doch mal einfach nach Alternativen. Gesagt, getan, bin ein bisschen durch das Internet so geflogen, hin und her auf die Seite und bin dann auf die Seite Minimal gestoßen und auf eine andere Seite, die heißt Kali UK und habe noch mal was von Nike. Also wir haben hier 1, 2, 3 Pakete, wie gesagt, Minimal, Kali UK und von Nike. Das von Nike ist eigentlich gar nicht so relevant für dieses Video, aber ich dachte, pack es einfach dazu. Aber auf jeden Fall bin ich dann auf Minimal gestoßen und habe da ein paar Sachen zugeschlagen. Ich habe schon mal vor sehr langer Zeit was bei Minimal, ich hoffe, ich spreche diese Marke richtig, bei Minimal was bestellt und ich habe null Erinnerung, wie das Ganze so gefittet hat. Ich habe die ganzen Sachen auch nicht mehr zu Hause, habe das, glaube ich, aussortiert. Deswegen lange Rede, kurzer Sinn, zu lange gequatscht. Wir packen das Ganze aus, Freunde. Aber bevor ich das auspacke, wollte ich noch ganz kurz etwas erwähnen. Die Sache bei Minimal hat mich schon am Anfang direkt abgekotzt, weil ich musste Zollgebühren zahlen. Ich habe keine Ahnung wieso, ich habe auch keine Ahnung warum. Ich musste einfach 71 Euro Zollgebühren zahlen. Weil ich diese Zollgebühren zahlen musste, musste ich den Postboten hinterherjagen, weil er das irgendwie nicht abgeben konnte, dies, das. Ist auf jeden Fall eine Sache, die man sich im Hinterkopf anmerken muss, falls man da bestellen will. Und das Ganze kommt in so einer Tüte. So, wir haben eine Jacke, wir haben eine Cargohose müsste hier dabei sein und eine normale Jeans müsste dabei sein. Die Preise stehen hier, glaube ich, auch bestimmt drauf. Ne, stehen hier nicht drauf, aber ihr könnt ganz normal bei Google Minimal eingeben. Dann werdet ihr auf die Seite weitergeleitet. Sind auf jeden Fall sehr günstig im Vergleich dazu, was man sonst auf normalen Seiten wie Farfetch, Louis, Roma.com so ausgeben würde, sind die auf jeden Fall ein Schnapper. Aber halt auch nicht so wie jetzt wie AliExpress, dass du 5 Euro für die Jeans zahlst. Deswegen bin ich mega gespannt. Wir fangen an mit dem ersten Produkt. Und als erstes Produkt hätten wir eine Minimal M1 Denim Black. Ja, hier eine Jeans müsste das sein. Ich habe mir echt lange keine Jeans mehr gekauft und wollte letztens eine schwarze Jeans anziehen und hatte keine gute oder keine, die mir gefallen hat. Und deswegen dachte ich mal, schlägst du hier zu. Okay, die Jeans macht jetzt einen ganz ordentlichen Eindruck. Ist eine schwarze Jeans, die hier an den Knien die Risse hat. Jetzt wird der eine oder andere sagen, ja, das ist ja vollkommen out. Ja, bin auch nicht der Überfan und ich hätte auch nicht gedacht, dass die Risse so riesig sind. Auf den Bildern sah das schon ein bisschen dezenter und kleiner aus. Aber ansonsten, ja, die Jeans ist jetzt von der Qualität nicht überragend, aber für den Preis immer noch gerechtfertigt. Macht einen ganz soliden Eindruck. Hinten ist noch dieser Minimal-Schriftzug drauf. Ansonsten hat es hier wie bei Fear of God auch diese Zipper unten. Von der Qualität sind die Zipper auch ganz okay, sehr gut gemacht. Hat wirklich einen ganz neutralen Geruch. Okay, lag jetzt auch vielleicht eine Woche unten im Kofferraum im Auto, aber dennoch macht das für den Preis, ich glaube, die hat um die 50 Euro gekostet, einen ganz soliden und akzeptablen Eindruck. Da kann man echt nicht meckern. Für 50 Euro kann man sich auch eine H&M Jeans kaufen. Ja, aber die ist von der Qualität ist auch nicht überragend besser. Deswegen würde ich mal sagen, Preis-Leistung stimmt. Lasst euch da aber auf jeden Fall bei Leuten beraten, die oft eine Hose gekauft haben oder oft da gekauft haben, weil ich weiß jetzt nicht, wie sie ausfällt, ne? Aber sie sieht schon mega groß aus und auf den Bildern sah die ein bisschen mehr so skinny aus, so ist das nicht. Ist ein schönes Jeansmaterial, ganz cool, leicht stretchy, also kann man machen und da ist der Preis auch vollkommen okay und angebracht. Wir machen weiter mit der nächsten Hose. Als nächste Hose hätten wir hier dann eine Cargo Pants, so müsste das eigentlich sein. Die sah auf den Bildern wirklich geil aus, ich bin ja der übertriebene Cargo Hosen Fan. Okay, die ist schon riesig, ne? Was ist das immer für eine Größe? Ebenfalls von der Qualität ganz cool, klar wird der eine oder andere sagen, ja, das ist jetzt voll Fear of God nachgemacht oder ist von Represent abguckt, aber ich bin sowieso der Meinung,
Dieses Abgucken ist was voll Normales, das macht jeder Markt. Fear of God hat es vorgemacht, Represents hat es nachgemacht und danach haben so viele nachgemacht. Also viele Brands gucken sich das eine oder andere ab, keiner kann das raten oder erfinden. Klar gibt es immer irgendeinen Designer, der das wirklich perfektioniert. In diesem Fall ist es halt Jerry Renzo. Ich bin auch der Meinung, dass er der Erste war, der jetzt bei seiner Kollektion hier unten diese Knöpfe hatte. Ja, klar hat Jerry Renzo noch hier so ein Ding, aber klar kann man das nicht 1:1 nachmachen, dann ist es zu krass nachgemacht, jeder verändert das ein bisschen, aber dennoch sieht man beim Gucken schon, beim Anblick, boah, das ist schon von Jerry Lorenzo nachgemacht. Das ist aber vollkommen normal und das sehe ich überhaupt nicht schlimm, das macht Zara seit Jahren, das machen Riesenkonzerne wie Deichmann und Zara, wie gesagt, seit Jahren. Wieder ein solider Eindruck, sieht ganz ordentlich aus, ich bin der Meinung, ich müsste das mal zum Schneider bringen, ein bisschen enger machen lassen, die Beine sind mir doch ein bisschen zu, was heißt, zu locker, so, also ich mag das, wenn es ein bisschen enger sitzt, ich glaube so ein Zentimeter, anderthalb Zentimeter schneidern lassen, vielleicht oben ein bisschen enger machen lassen, dann ist das Ganze eine sehr, sehr coole und gute Alternative zu den Hosen von Fear of God. Deswegen, Freunde, checkt das auf jeden Fall ab. Und Freunde, das ist auch kein Product Placement. Ich habe ganz normal für diese ganzen Sachen ganz normal bezahlt. Scheiß Zollgebühren auch noch bezahlt. Also ist wirklich kein Product Placement, keine Zusammenarbeit mit Minimal, deswegen könnt ihr da wirklich mit reinen Herzen an diese ganze Sache rangehen und wenn ihr euch das kaufen wollt, auch kaufen. Wie gesagt, zwei Hosen vom Preis sind die vollkommen okay, vom Schnitt ist das auch okay. Es ist einfach nicht vergleichbar mit High-Fashion-Brands. Da habt ihr halt einfach viel krassere Materialien, eine viel sauberere, viel genauere, viel detaillierte Verarbeitung. Aber da zahlt ihr dann auch für eine gute Hose, als Beispiel von Balmain, 1000 Euro oder 800 Euro oder 700 Euro von Discord Jeans oder was weiß ich was. Deswegen sind die Hosen wirklich vom Preis her sehr gut. Als letztes hätten wir hier noch eine College-Jacke, ähnliche Jacke. Jeder kennt die Fear of God Jacke, wo hinten Manuel draufsteht. Ich glaube, die gibt es auch in anderen Marken. Und hier muss ich sagen, das fällt schon groß aus. Ich habe eine XL bestellt, hätte auf jeden Fall locker zwei Nummern kleiner bestellen können. Hier sieht man auch, dass es hier nicht sauber verarbeitet wurde. Also die Jeans waren ja mega nice, aber die Jacke, es sieht cool aus, Freunde. Es ist halt dieses Ding beim Internet. Es sieht im Internet alles krass aus. Die bearbeiten die Fotos so krass, dass alles wirklich unnormal geil aussieht. Ja, dann kommt das hier zu Hause an und dann denkt ihr euch, boah, was ist das? Hier die Ärmel hätten auf jeden Fall stärker und fester sein können. Das ist wirklich zu locker. Das ist ja so, als wenn da jemand seinen Kopf reingesteckt hat. Ja, das ist wirklich nicht sehr cool gemacht. Sieht gut aus, ist aber nicht gut gemacht, muss man sagen. Also so kann man sagen, es sieht wirklich gut aus. Man kann es tragen. Ich würde es auch tragen. Also die werde ich jetzt nicht tragen. Die werde ich wahrscheinlich verschenken. Wenn ihr eine haben will, Freunde, ja, mache ich einfach mal eine kurze Instagram-Verlosung, wie sonst auch immer. Und ich gebe wirklich jedem die Chance diesmal. Ich werde diesmal nicht einfach unten nehmen, sondern mache das willkürlich, scroll einfach durch und dann verschenke ich sie an irgendjemanden. Deswegen irgendeinen Instagram-Abonnenten, Freunde. So, Instagram-Follower, sorry. Ja, coole Jacke, wie gesagt, sieht besser aus, als sie ist. Von der Qualität wirklich nicht sehr schlecht, aber wie gesagt, ganz okay, Preis-Leistung ist akzeptabel, man muss nicht meckern, obwohl man muss jetzt dazu sagen, die Zollgebühren kamen noch dazu, hat vielleicht alles dann 60, 70 gekostet, ist halt so eine Sache, ne? Ist halt eine Sache, da müsst ihr eure Größe perfekt kennen. Freunde, genug vom Minimal, weg damit, wir kommen zu einer Marke, die heißt Kali UK. Ja, diese Marke Kali UK kannte ich gar nicht, die wurde mir auf Facebook einfach angezeigt und die sahen mega cool aus. Und die waren auch im Sale, Freunde, deswegen habe ich zugeschlagen, hier haben wir die Preise, wir haben bezahlt Kali Essentials Jogger Size XL, 45 Pounds, Black Jersey, 15 Pounds und 45 Pounds, die andere Jogger, also zwei Jogger und ein T-Shirt, insgesamt 105 Pounds haben wir bezahlt, bei Kali UK. Die ganze Sache kommt auch in so einer Tüte und wir machen das Ganze mal auf, ja, wir machen das Ganze mal auf und wir merken direkt, Freunde, das ist so ein AliExpress-Ding, das ist nicht so cool, das ist, also wir merken es direkt an der Qualität, daran wie diese Jogger hängt, wie, ihr könnt das schon hier sehen, seht ihr wie das hängt, also das ist wirklich für 45 Pounds, ich weiß jetzt nicht was der Wechselkurs ist. Diese Jogger sahen auf den Bildern wirklich mega nice aus, ja, aber von der Qualität, von der Bearbeitung, boah, das ist echt, das ist immer schade, ne? Das hätte ebenfalls so ein Wish-Produkt sein können, das ist katastrophal, wie das schon so hängt, guckt euch das mal an, das sieht so aus wie so eine, boah. Ja, wird auch verlost. Hier habe ich eine Größe L bestellt. Schlecht. Sehr, 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 sehr schlecht. Rausgeworfenes Geld. Kommt ebenfalls auf die Instagram-Verschenkungsliste, Freunde. Deswegen auf Instagram folgen. So, als nächstes ein T-Shirt. Bei T-Shirts kann man eigentlich selten was falsch machen. Da muss einfach die Optik stimmen.
So, könnt ihr das sehen hier? Diese Fransen hier. Eine Frechheit. Das Ding ist neu. Okay, es hat zwar auch nur 15 Pounds gekostet oder das muss 10 Euro sein, aber ich krieg bei H&M definitiv ein besseres Shirt mit besserer Qualität als das hier. Auch weg damit auf die Liste der glücklichen Verlosungen. Und zu guter Letzt hätten wir noch eine Jogger, weil die ist gar nicht mal so schlecht. Ja, die ist jetzt gar nicht mal so schlecht. Die sieht auch viel besser aus. Ich habe so eine ähnliche von ASOS gekauft gehabt. Ja, hier das Gute an dem ist, hier unten sind noch so Gummizüge, wo du das zuziehen kannst. Sind auch relativ fest. Ja, das ist, glaube ich, die neue Kollektion gewesen. Das sieht gut aus. Also das ist gar nicht mal so schlecht. Hier unten war noch ein Detail, wo Kali hier drauf steht. Kann man machen. Gar nicht mal so schlecht. Hier noch so ein Kordel, wo du das zuziehen kannst. Ähnlich wie von Fear of God Nike, die Jogger. Deswegen war das so meine Alternative. Cool hier dran ist auch, dass das hier Reißverschluss an den Seiten. Boah, das ist cool. Hier bin ich gleich beeindruckt. Also nach den zwei Sachen, die wirklich katastrophal waren, wirklich schlecht waren, ist das ein cooles Ding. Coole Jogger für den Preis. Sehr nice. So, man sollte halt nie zu sehr früh verurteilen. Geiles Ding. Feier ich, Freunde. Und zu guter Letzt hätten wir noch das Paket von Nike. Und auf die Jogger, meine Freunde, kam ich durch Instagram. Da habe ich auf Instagram einfach mal ein bisschen rumgeguckt. Da hat irgendeiner, so ein Instagram-Blogger, die Nike-Jogger an. Da wusste ich nicht, woher die ist. Habe ich euch gefragt. Und wirklich, ihr seid eine Hammer-Community, Freunde. So viele Leute haben direkt geantwortet, direkt den Link geschickt. Das feiere ich immer. Also auf jeden Fall Dankeschön an die ganzenjenigen. Und ich sage an sich sehr selten Danke. Danke an diejenigen, die diese Videos gucken. Danke an diejenigen, die auf Instagram folgen. Deswegen versuche ich auch immer mit solchen kleinen Geschenken, auch wenn ich nicht jeden erfreuen kann, ja, einfach euch ein bisschen zurückzugeben. Und das ist die Jogger von Nike. Boah, die ist cool, ja. Da packt man das direkt aus und da weiß man, was man hat. So, habe ich aber, glaube ich, eine falsche Größe bestellt. Da passe ich definitiv nicht rein, Freunde. Ja, da passe ich definitiv nicht rein. Und das ist nicht so eine Jogger, wie ich mir erhofft habe. Aber dennoch eine coole Jogger. Das ist die Jogger, die ich auf Instagram mal wirklich nachgefragt habe. Wer mich auf Instagram heißt, weiß, wovon ich rede. Wer nicht, sollte mir einfach mal auf Instagram folgen, Freunde. Ja, das war's mit so einem Low-Budget-Pack-Opening, meine Freunde. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und schreibt auch mal in die Kommentare, ob ihr auch mal so kürzere Pack-Openings haben wollt, wo wir einfach mal ein Paket mit 3-4 Sachen haben oder ob ihr sagt, nee, sammelt das lieber alles und macht ein langes Video. Das war's von mir, meine Freunde. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst ein Abo da, kommentiert, aktiviert die Glocke und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.